Es ist wieder soweit, your favorite time of the week. Es ist Frag mich Freitag. Ich habe morgen, also heute besser gesagt, frei. Deswegen habe ich vielleicht sogar ein bisschen mehr Zeit, ein bisschen mehr Fragen zu beantworten. Wenn ihr irgendwas wissen wollt, fragt mich einfach. So eine Feier, immer Männertag, Frauentag oder es sind doch alle cool, so wie sie sind. So, da braucht man doch keinen extra Feiertag, weder als Mann, als Frau noch als sonst irgendwas, womit man sich heutzutage identifizieren kann. Einfach auch im Alltag respektvoll gegenüber dem anderen sein, dann passt das doch. Schönste Platz der Welt ist für mich neben meinem Studio auf jeden Fall ein Platz draußen, geteilt mit den richtigen Leuten. Und ich denke mal, mehr braucht man nicht. Ich hätte gerne eine Insel, das ist so ein Life-Goal. Auf jeden Fall. Also, wenn ich ganz ehrlich bin, ist mir das scheißegal, weil ich weiß weder, wer das ist, noch was die machen und das ist mir völlig gleich. Ja, mega, das freut mich, dass es Leuten gefällt. Ich danke euch für den Support, den ich kriege. Und ja, am Sonntag ist das Ganze dann wieder bei YouTube online. Danke für alles und ja, bis nächste Woche. Meinst du jetzt als Tätowierer? Nee, als Tätowierer habe ich keine Ausbildung gemacht. Ich habe nur mein Abi gemacht, meinen Zivildienst gemacht, habe währenddessen schon angefangen, tätowieren zu lernen und konnte dann relativ schnell zum Glück in einem Laden anfangen und habe dann da den Rest gelernt. Ja, es ist auf jeden Fall, und zwar für deine Geschmacksnerven. Bockwurst zu fressen ist ja schon eklig, aber Bockwurstwasser zu trinken, aber gut, ne, wer weiß, wer weiß. Vielen Dank, den habe ich bei den Jungs von Man of Mayhem käuflich erworben. Ich mag ihn auch sehr gerne. Jogginganzug fetzt auf jeden Fall. Ich bin jetzt Team Jogginganzug. Kann ich nur empfehlen. Kleiner Fun Fact: Die Flecken sind ja nicht auf, sondern in der Kuh. Deswegen wird sie auch wahrscheinlich nicht schwitzen darunter. Jo, ich bin ab heute Abend schon in Gera. Wir chillen schon im Hotel. Ich muss allerdings heute noch mal eben in die Heimat und was machen. So fangen Drogen die jetzt an. Nee, Quatsch. Und heute Abend Gera, ja, auf jeden. Ja, das ist ja eine super Idee. Leider ist das ein Altbau, weswegen der Tätowierraum auch Denkmalschutz genießt. Und deswegen ist in der Wand ein riesen Hubbel drin. Und was soll ich machen? Den abflexen? Es hängt halt so, wie es ist. Ist halt so. Ja, das Problem ist, die halt Stopp-T-Shirts, die gab es tatsächlich schon. Und zwar letztes Jahr zu Halloween gab es ein Special. Ich habe gesagt, danach werden keine mehr gemacht. Und das werde ich auch beibehalten. Ich habe noch eine College-Jacke in M, glaube ich. Da passe ich aber auch als Ella rein. Muss mal gucken. Na, da ich Zivildienst gemacht habe, kann ich aus erster Hand nichts darüber sagen. Was man so hört von Leuten, von Kunden, was auch immer, die gehören wesentlich mehr ausgestattet. Wenn man sich schon eine Armee leistet, dann doch bitte auch vernünftig und gut ausgerüstet. Und sonst verbrennt man Geld. Nee, ich habe keine Hoodies mit. Die gibt es nur bei mir im Online-Shop und zwar deswegen, weil die on-demand produziert werden. Deswegen habe ich da keine so rumliegen. Ja, guck im Online-Shop. In Zukunft kommt vielleicht noch ein bisschen was, aber das wird fetzen. Tarzan ist in Wirklichkeit erst 15 und deswegen hat er keinen Bart. Der wird dir immer nur als Mann verkauft, eigentlich. Und diese Frau hat hier, die, mit der er da was hat, die ist pädophil, nämlich. So sieht das aus, Disney hier. Meine Snapback-Kappen habe ich auf jeden Fall in Gera auf der Messe mit. Die könnt ihr da für 30 Euro das Stück kaufen. Die Pusher-Caps. Oh, jetzt habe ich es verraten. Scheiße. Naja, egal. Es kommt vielleicht doch die Tage was Neues, aber ist alles noch in Planung, noch nichts spruchreif. Seht ihr dann. Nee, Alter, mein Messeplatz in Gera wird auf jeden Fall ganz normal. Ich habe Cappies dabei, paar Patches, paar Prints, aber eigentlich ganz Stino. Ein Banner, eine Tischdecke, Sticker, fertig. Selbstverständlich, und zwar heute an diesem Weltfrauentag, machen wir für meine Mom einen Aztec. Da ist er, der gute Hardy. Der Turmfalke. Da sitzt da und guckt. Kein Plan, Mann. Das hat sich einfach irgendwann so entwickelt, nachdem dieser Fragensticker hier eingeführt wurde. Und ja, seitdem machen wir das. Ist ganz lustig, die Leute feiern das. Mir macht es auch übelst Spaß und deswegen machen wir das hier. Also danke. Nope. Jo, Jakob, 3 Wochen. Ich freue mich auch schon. Vielen Dank nochmal fürs Supporten. Ist auf jeden Fall eine geile Geschichte. Ja, ich freue mich. Dann gehen wir nochmal ein bisschen ab auf deiner Knoche da. Na, beim Basketball weiß ich zumindest so grob, worum es geht.
Aber die einzelnen Regeln und so, ich habe das schon mit diesen Schrittregeln in der Schule schon nicht verstanden. Aber ich bin halt auch nur Tätowierer, ne? Also, ja, aber ich finde es trotzdem ganz cool. Meine Meinung zum Dieselskandal ist, dass es für alle Beteiligten definitiv der beste Zeitpunkt war, um in die Aktien der betroffenen Unternehmen einzusteigen. Aber ansonsten ist das alles scheiße und